Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Ich hatte gerade eine kleine Unterhaltung auf Facebook, wo ich auch mal ein bisschen was gepostet habe, und zwar zu dem digitalen Fernsehen mit Zusatzinfo, oder man kann es begrenzt, sag ich mal, so nennen, interaktives digitales Fernsehen. Und vor allen Dingen jetzt auch unter den frei empfangbaren Sendern. Das gibt es jetzt schon eine kurze Zeit und viele haben das A nicht mitbekommen oder wissen gar nicht, wie das eingerichtet wird oder was man da überhaupt für Vorteile von hat. Ich zeige euch mal schnell, wie das geht an meinem TV. Das ist ein Samsung TV, die unterstützen das. Wenn ihr TV-Geräte habt, die das nicht unterstützen, müsstet ihr dann euch eine Zusatzbox kaufen, die das halt auslesen kann. Es wird auch meistens nur von den HD-Sendern unterstützt. Ich glaube, nee, bei den öffentlichen, bei den privaten gibt es auch SD-Sender, die das unterstützen. Folgendermaßen geht ihr dabei vor. Ihr habt euren ganz normalen Fernseher, wie hier diesen Samsung-Fernseher. Dort schaut ihr erstmal, dass das Gerät auf jeden Fall mit dem Internet verbunden ist. Hat das Gerät ein internes WLAN oder geht es über Netzwerkkabel? Oder in meinem Fall habe ich hier oben so einen kleinen WLAN-Empfänger hängen, der über Netzwerkkabel dann mit dem TV verbunden ist. Somit habe ich sichergestellt, dass ich mit dem TV quasi aufs Internet zugreifen kann. Wer dieses Smart TV besitzt, hier, das ist ja auch ein Smart TV-Gerät, hat das wahrscheinlich schon installiert. Habt ihr das TV mit dem Internet verbunden, müsst ihr Folgendes machen. Ich zeige das jetzt mal an diesem Gerät. Ihr sucht den Menüpunkt Einstellungen, in diesem Fall Systemeinstellungen, und findet hier den Punkt Datendienst. Diesen Punkt müsst ihr einfach nur aktivieren. Wenn ihr diesen Punkt aktiviert habt, das habe ich jetzt hier mal gemacht, gehen wir mal auf Exit und jetzt gehe ich mal mit der Kamera etwas näher an den Fernseher und schalte jetzt einfach mal ein bisschen durch und suche mir jetzt einen Sender, der das unterstützt. Und dann passiert meistens Folgendes: Wenn man den Sender eingeschaltet hat und er ist einen Moment lang an, seht ihr, hier unten erscheint dann meistens irgend so ein Menüpunkt, meistens in dem Fernseher unten rechts. Den kann man dann auf der Fernbedienung mit der roten Taste bei Samsung zum Beispiel aktivieren. Und ich zeige es euch jetzt mal nicht im Vollbild wegen den ganzen Urheberrechten. Und dann kommt man auf viele, viele sehr schöne, interessante Zusatzinfos wie Mediatheken, Video, Text. Gut, das ist veralteter Kram, aber irgendwelche Infos zur Sendung und kann diese Dienste dann nutzen oder man kann interaktiv mit dem TV arbeiten. Die Geschichte ist für meine Begriffe ziemlich interessant. Also im Großen und Ganzen, ich schaue nicht sehr viel Fernsehen, allerdings schaue ich doch mal gerne eine Dokumentation. Ich schaue hin und wieder mal ein paar Nachrichten auf meinen öffentlich-rechtlichen Sendern und ähnliches. Und jetzt hat man halt hier die Möglichkeit, noch mit diesem Zusatzmenü, was hier unten auftaucht, noch auf zusätzliche Infos zuzugreifen oder eventuell irgendwie interaktiv hier mitzumischen. Bei diversen privaten Sendern kann man sogar Zusatzinformationen aus Clipfish, MyVideo oder ähnliches laden, das heißt Videomaterial und. Das heißt, man kann in laufender Sendung hier auf diese ganzen Mediatheken oder was da alles zur Verfügung gestellt wird, zugreifen und kann halt auch Sendungen schauen, die man verpasst hat oder. Das hängt halt von dem TV-Sender ab, was er anbietet. Also wer das nutzen möchte, ist eine schöne Spielerei, die da jetzt langsam sich entwickelt, und ich nehme an, da werden auch früher oder später ein bisschen mehr Punkte erscheinen, wie zum Beispiel bei einem öffentlich-rechtlichen, fand ich schön, AD, ZDF oder ähnliches. Man hat wirklich kompletten Zugriff auf die Mediatheken und kann von den letzten, sagen wir mal, glaube ich, 7 Tagen die Sendungen nochmal anschauen und ähnliches. So, das war mal meine Kurzerklärung zu der ganzen Geschichte. Damit sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.